Heute machen wir Tomatensoße mit Nudeln. Dazu benötigen wir Tomatensoße, Tomatenmark, Creme fraiche, geriebenen Käse, eine Zwiebel, Öl, Salz, eine Knoblauchzehe, Kräuter und Nudeln. Als erstes nehmen wir uns einen Topf mit Wasser und salzen das Ganze. Dann gehen wir mit dem Wasser und den Nudeln zum Herd. Als zweites nehme ich mir eine Pfanne, gebe ein bisschen Öl hinein und gehe mit den ganzen Zutaten zum Herd. Wenn wir das Ganze vom Herd genommen haben, müsste es so aussehen. Dann serviere ich mir ein bisschen. Und gebe noch ein bisschen geriebenen Käse von oben hinauf. So. Dann wünsche ich einen guten Appetit.